Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und hallo Toy Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich denke mal, diese Folge werden wir das fertig kriegen. Ich habe, glaube ich, alles fast im Petto. Ich muss mir unten noch was abholen. In den alten Lagerbeständen quasi. Und dann geht's auch schon los. Dann ziehen wir das hoffentlich durch. Bis gleich. Dunkel war's, die Nacht schien helle. Und wir wollen hier runter. Bams. Hier an die Kiste. Nicht an die Kiste. Das wollte ich nämlich noch mitnehmen. Das fehlt nämlich noch. Genauso wie. Ja, hier fehlt nicht so viel. 2, 3, 4 glaube ich nur. Würde ich jetzt mal sagen, können wir die auch mal wieder anstecken. Die gehören auch nicht hin. Also, mal gucken. Ich hoffe, es reicht. Wie full ist die Tash? 54 von 60. Das seht ihr nicht, weil ich genau davor hänge. Knapp. Knapp bemessen, die Kacke. So. Und das ist natürlich schon wieder der falsche. Hier drüben. Aber hier sind ja die Gänge schon da. Um hier ein bisschen Fullgas zu geben. Fangen wir doch mal hier unten an. Zack. Zack. Das reicht auch. Hier fehlte mir eine Lampe, die habe ich natürlich auch nochmal das Petto mitgenommen. So, dann Loop. Das habe ich mir fast gedacht. Und dich kann ich bestimmt jetzt auf die Schnelle nicht machen. Wo bist du denn? Wie heißt du denn? Da ist es. Ja, leck mich. Okay. Kann ich. So, und was wollte ich mir noch direkt mit runternehmen? Die hier. Kronleuchter. Sehr schön. Bevor wir. Das war uncool, wo du auch immer herkommst. So, ach ja, die Fenstergeschichte, gut. Holz, die habe ich jetzt natürlich komplett ignoriert. Habe ich aber, ich glaube, ich habe keine mehr. Fenster im Ofen. Also Glas. Läuft bei dir. Keine Müdigkeit vorschützen. Die habe ich auch gefunden. Die hatte ich in einer anderen Kiste, wo ich dachte, ich habe keine mehr. So, dann kümmern wir uns mal hier um die Lampen. Die haben wir nicht auch dabei. Damit das entsprechend beleuchtet wird. Dann können wir hier nämlich auch schon mal zumachen. Dann haben wir ja auch die Möglichkeit zu laufen. Okay, dann fehlt nur die Lampen oben und das Holz und die Außenfenster. Die Außenfenster darf ich nicht vergessen. Schön. Mal zur Seite. Gut. Erstmal. Kann ja immer wieder runter.
nämlich so. Einfach mal hier, wo wir auch drankommen. Sieht soweit alles zu aus, ne? Auf der Seite zumindest. Ich bin sehr begeistert. So, aber noch nicht fertig. Kommt schon. Okay, hier haben wir dicht. Das reicht nicht mehr. Der hängt noch. So. Sehr gut. Hier oben fehlt noch ein bisschen. Reicht nicht. Ich bin sehr stolz. Okay. Jetzt nur noch die Fenster und das Ding. Ach ja, hier müssen wir auch noch zumachen. Habe ich aber auch mitgenommen. Ich gucke mal noch mal ganz kurz rein. Die sind da, gut, das ist unwichtig. Das passt soweit. Irgendwo fehlt eine Lampe. Das leckt mich doch am Arsch. Ist mir aber auch egal. Da fehlen auch noch welche. Kann der Außenbau sein? Gucke aber sicherheitshalber nochmal nach. Hängt, 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 hängt. Das ist auch alles clean, alles zu. Hängt, 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 hängt. Hell genug ist hier auch. Rup, alles da. Alles da, wo es hingehört. Denke ich mir. Judy! Noch zu. Kann man einfach rüberlatschen. Ah, sehr schön. Zimmer ist zu. Wir haben ja immer hier unseren Einstieg. So muss das sein. Also, es fehlen nur noch hier ein bisschen Stoff. Und dazu fehlt uns die rote Farbe und der Dings. 1, 2, 3, 4, 5. Und die Fenster. Aber das nächste Kapitel soweit schon mal durch. Sachen lasse ich direkt mal hier unten nochmal. Die müssen später, ich muss das Lager unbedingt auch mal fertig machen. Zu viele Baustellen. So, her, hier, du bleibst hier. Du. Der Rest gehört hier nicht mit rein. Von dem anderen Gebäude fehlt hier die Gegenseite. Das ist auch so ein Ding, was mich noch ein bisschen nervt. Hier runter muss ich erstmal. So, du bist auf jeden Fall die Schiene. Ich packe jetzt mal soweit alles weg. Der kommt auch hier mit rein. Bedrock. Bedrock. Was bist du denn? Normaler Bedrock.
der gekringelte Bettrock. So, haben wir hier auf jeden Fall auch schon mal wieder Platz. Ich wollte gucken wegen Glas. Ich hatte hier noch ein paar davon gefertigt. Da komme ich, glaube ich, nicht weit. Könnte passen, aber ich mache mal sicherheitshalber nochmal. Nochmal ein bisschen was fertig. Und packe jetzt hier erstmal alles so weit weg. Sandweg. Dich brauche ich auch gerade überhaupt nicht mehr. Schon doof an. Bis dahin. Nee. So. Bevor wir uns nämlich hier weiter. So, rote Farbe. Rote Farbe und die Geisterdinger, die Dinger. Du warst da. Sollte reichen. Weg. Bisschen Baum, was ich wegräumen kann. Ja, hier das Holzfach ist auch, wird auch mal größer. So. Ich hoffe mal, ich packe nicht zu viel weg, aber ich denke nicht. Nochmal hier auf Window. Können wir so ein Zimmer mitschleppen. Nee, warte, wo ich schon mal hier hinten bin. Zack, zack. Kommst du mal hier rein. Dahin. Jetzt habe ich hier noch den Obsidian-Floor. Ich würde einfach mal sagen, dahin. Thema auch mal durch. Ich will das jetzt erstmal hier fertig kriegen. Da rein. Boah, sind wir gut. Window. Gut, dass wir es mitgenommen haben. Da ist schon ein Fenster drin. Ach nee, so, deswegen. Läuft. Ich hoffe mal, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube nicht. Passt, steht, wackelt und hat Luftzimmer fertig. Ich bin schwer auf begeistert. Leck mir am Arsch. Fehlt jetzt wahrscheinlich auch noch zweimal. Einmal da. Und einmal da. Warum auch nicht? So, direkt in die Tonne damit. Aber gut, Thema ist durch. Brauchen wir jetzt hier nicht noch rumeiern. Wir haben jetzt die zwei Zimmer fertig. Sehr schön. Große, geräumige Zimmer. Können wir uns auch mal hinpflanzen. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig hier. Riesenzimmer. Aber das hat mal was Stylisches, ne? Denkt man ja auch nicht unbedingt. Wenn man hier so durch die Katakomben läuft, kommt es ja dann von hier so, sage ich mal. Ich muss auch noch zumachen. Obwohl, vielleicht auch noch nicht, weiß ich auch nicht. Ne, kommt's. Ja, es hat schon was. Vor allem, weil das ja hier quasi drüber und dran vorbeigeht. Ist schon fett.
Boah, dieser dumme Knüppel. So. Fragen über Fragen, wie geht's weiter? Ich weiß es nicht. Rein theoretisch nervt mich hier, dass wir keine Rückwand haben. Obwohl ich hier wahrscheinlich das einfach ähnlich machen will. Nee, kann ich ja nicht. Weil hier sind die Teleporter hin. Das heißt, ich brauche ja noch Platz. Gell? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube, wir machen uns hier mal hier dran, das hier das erstmal ranzuziehen. Vielleicht kann ich ja trotzdem übernehmen und dann ein bisschen nach vorne verlagern, irgendwie sowas. Der muss natürlich auch noch umgebaut werden, weil das hier kommt natürlich zu und das geht nach da, damit die Baustelle auch fertig ist. Und die Teleporter vielleicht auch mal wegkommen. Jetzt haben wir immer noch ein bisschen Zeit. Komm, jetzt schon scheiß drauf. Jetzt machen wir das mal schnell fertig mit dem Holz. Ah, da wisst ihr, worauf euch beim nächsten Mal vielleicht freuen könnte. Werde ich ihn vielleicht ein bisschen vorbereiten. Weil für heute soll es das also von mir aufnahmetechnisch gewesen sein. Für euch geht es regulär weiter. Das heißt, was ich brauche, sind ein paar Blueprints. Die ja schon anstecken. Der Tools. Trottel. So. Aber sonst haben wir alles für die großen Blueprints, ne? Da brauchen wir die wirklich die Big Size Dinger wieder. Die kompletten Fassaden. Ich brauche mal zwei. Die kompletten Fassaden auch zu übernehmen. Rein theoretisch reicht das, wenn wir bis vorne rangehen. Habe ich hier noch so eine Hülle? Könnte auch reichen. Erleichtert mir die Arbeit auf jeden Fall ungemein. Ob wir es nochmal hinkriegen? Bombe. Ich glaube ja, dann machen wir das auch ganz stupide. Einfach kopieren. Und sehen uns auch nochmal den alten Bau an. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja auch immer was Nostalgisches. Ich überlege, wie lange ich jetzt hier auch schon drin arbeite. Das ist auch der Wahnsinn. Komme ich irgendwo raus? Im Notfall oben drüber. Deswegen, ich muss ja auch von unten anfangen. Um das quasi zu kopieren. Einfach hier mal so hinsetze, gucken, was passiert. Gar nichts. Zu viel. Da kommt er. Ah, geht fast bis durch sogar. Ja, schon fast. Ich weiß gar nicht, ob wir mittig sind. Also Mitte wäre der. Nur mal so. Haben wir hier in der Mitte? Ja. Ja gut, die komme ich mal Feierabend. Ich versuche das mal hier. Irgendwann hat er das auch gerafft. Ah, da war es doch. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss.